Ein 60-jähriger Motorradfahrer wurde heute früh um kurz nach 6 Uhr am Honseler Bruch schwer verletzt, nachdem eine 53-jährige Lüdenscheiderin, die mit einem Ford Ka unterwegs war, ihn offensichtlich übersehen hatte. Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab, da sie aufgrund der Schwere des Unfalls das Monobildverfahren anwenden musste, was einiges an Mess- und Dokumentationsaufgaben erforderte. Im Berufsverkehr mussten die Verkehrsteilnehmer deshalb Geduld haben. Die Feuerwehr Lüdenscheid wurde zur Einsatzstelle gerufen, um auslaufende Betriebsstoffe abzustreuen und die Unfallstelle auszuleuchten. Heute Morgen kam es um 6.08 Uhr hier an der Kreuzung Glatzer Straße, Bromberger Straße, Honseler Bruch zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Ford Ka-Fahrerin, 54 Jahre, aus Lüdenscheid, wollte in den Bromberger Weg einfahren, aus Richtung Breukenstraße. Ihr entgegen kam ein Motorradfahrer, den Honseler Bruch herunter. Die Ka-Fahrerin, die Ford Ka-Fahrerin, übersah den Motorradfahrer und nahm ihm den Vorrang, sodass er in die Beifahrerseite des Fahrzeugs prallte. Der Motorradfahrer kam dabei zu Fall, zog sich mehrere Frakturen zu und ist schwer verletzt. Über die Höhe des Sachschadens können wir im Moment noch keine Angaben machen.